Komm. Verdammter Mist, diese Schifterei muss ich echt schnell kapieren. Tja, nochmal. Das war natürlich jetzt mies. Noch zwei. Ach, es ist auch nie leicht. Komm. Da sind zwei. Nicht mehr. Konntest du es denn je? Du hattest schon immer mehr Stil als Intelligenz. Schön weiter so, John. Na komm. Oh. Ah, schade. Du gehst mir echt auf die Nüsse. Willst du ausspringen noch? Na schön abrollen. Komm, das klappt doch jetzt. Ah, wenigstens etwas. Das ist alles zu einfach. Zwei weg, einer übrig. Ja, Mann. Hab ich nicht gesagt, du schaffst es? Korken zurück in die Flasche, Jones. Wir sind noch nicht fertig. Noch ein Tankwagen. Wir brauchen was Dickeres. Pass auf, Mann! So, komm jetzt aber. Das machst du großartig, meine Liebe. Ich habe die intelligenteste Enkelin aller Zeiten. Wie wäre gestorben? Ich melde mich mal bei Jones. Aber auch gestoppt. Erinnerst du dich an Karl, wie war's noch? Krug? Krog? Mieser Pokerspieler. Ja, ich erinnere mich. Der hat gedealt für Jericho. Sieht aus, als würde er Karriere machen. Mann, das schmeckt mir nicht. Was verdammt plant dieser Jericho denn?
Tja, was plant er? Ich verstehe es nicht. Warum würde Jericho drei Tankwagen mit am... Hey, wen rufst du an? Jericho interessiert sich sehr für Chemie. Ich glaube, wir sollten das auch tun. Detective Tanner? Hallo Sarah, hier Detective Jones. Wir dachten, Sie können uns vielleicht ein paar Fragen beantworten. Schießen Sie los. Ammoniak braucht man für Dünger, oder? Das und Reinigungsprodukte. Okay, und wenn man dazu noch einen Haufen Platin zum Spielen hätte? Platin? Das kann auch als Katalysator benutzt werden. Wenn man Ammoniak hinzugibt und weiß, was man tut, könnte man Cyanidgas herstellen. Cyanid? Ja, Cyanidgas. Wird meist im Bergbau eingesetzt. Ist aber so schlimm, wie es klingt. Auch niedrige Konzentrationen sind extrem giftig. Sarah, wenn ich Ihnen knapp 20.000 Liter Ammoniak gebe, wie viel Gas können Sie herstellen? Keine Ahnung. Sehr viel. Genug, um ein Stadion zu füllen? Mindestens. Was zum Teufel geht hier eigentlich vor? Wahrscheinlich nichts. Danke, Sarah. Das klingt echt nicht gut. Jericho versucht, Cyanidgas herzustellen, und zwar genug davon, um die halbe Bay Area auszulöschen. Vielleicht sollte ich ein paar Gefallen einfordern. Vielleicht bekommen wir Krug wegen einem Formfehler raus. Dann verwanzen wir sein Auto und sehen, wohin uns das führt. Na dann. Hey, John! Haben Sie das gesehen? Seine Augen haben sich bewegt. Ich will keine falschen Hoffnungen schüren, Detective. Wir können nur abwarten und es gibt keine Garantie. Menschenjagd, Kapitel 4. Cyanidgas. Und viel davon. Jones, das ist übel. Jericho und C-Bomben. Ehrlich. Als wir den Anruf bekamen, dachte ich nicht, dass wir eine Terroraktion verhindern. Aber wir haben sie verhindert, oder? Nein, so leicht können wir seine Pläne nicht ändern. Das ist eine Nummer größer. Direkt mal hier. Bin am Überlegen, ob ich mir einen Wagen suchen sollte vorher. Ja. Wir gucken erstmal nach einem anderen Wagen. Denn irgendwie, naja. Der Wagen ist zwar gut, aber irgendwie rutscht der mir wie Hulle in der Gegend rum. Dann wählen wir doch lieber den erstmal. Haben wir was Neues eigentlich klein? Ja. DeLorean. Noch fort. Ja, das ist natürlich das Hammerding hier, ne? Naja. Okay, die sind jetzt nicht so... Jaguar, Lancia, Maserati. Kostet mir auch schon wieder 100.000 Öckelis. Den hatten wir geholt, der war ja nicht so prickelnd.
Naja. Oldsmobile. Was, mit dem sind wir letzt gefahren. Der war jetzt nicht so prickelnd. Der Scirocco haben wir frei da. Buggy, ja, wir fahren dann aber mit dem. Ist okay. Raus hier und dann machen wir. Ja, können wir direkt wieder rausschiften hier, weil wir wollen ja dann. Oder sollen wir hiermit anfangen? Mit dem hier. Ich weiß es nicht. Ich weiß. Guck mal, was ist das denn überhaupt hier? Bombe an sich schon Ort bringen. Ja, komm, dann versuchen wir mal. Sag Kathy, dass wir auf dem Weg sind, Liebes. Hey, Kathy, hier ist Loretta. Wir haben die Sprengsätze und sind bald am Abrissort, so in... Planänderung. Fahr zum 101 und warte auf weitere Anweisungen. Hey, was? Ist Kathy da? Mund halten und auf den 101. Oder ihr sammelt Kathy mit dem Staubsauger auf. Tut's einfach. Na gut. Okay, wer zum Teufel ist da? Der Weihnachtsmann. Wirklich sehr witzig. Lass Kathy ran. Nein, witzig ist, was mit euch passieren wird, wenn ihr unter 95 fahrt und die Bombe unter dem Truck hochgeht. Stimmt das nicht, Kathy? Tut, was er sagt. Er hat eine Pistole. Über 95 fahren oder explodieren? Da fällt die Wahl nicht schwer. Ja, wenn es immer schön geradeaus geht, dann ja. Ach du je, das kann was werden. Gut gefahren, Pop. Ja, verdammt gut. Hey, wer immer Sie sind, wir haben einen Haufen Sprengkapseln geladen. Ja, egal. Nur nicht über Straßenschwellen fahren. Wenn Sie uns töten wollen, warum nicht, als wir den Zündschlüssel umgedreht haben? Größere Pläne. Ich beobachte jede deiner Bewegungen. Daddy, das Zeug auf der Ladefläche ist nicht stabil. Genau wie der Mistkerl, der uns die Bombe eingebaut hat. Man muss nehmen, was man kriegt. Bist du denn irre? Wohin fährst du, Pop? Wenn die Ladung hochgeht, dann an einem sicheren Ort. Aber wir sind nirgends sicher, wenn sie hochgeht. Ich lass mir was einfallen. Um ehrlich zu sein, bin ich gerade ein wenig durcheinander, weil ich nicht genau weiß, wo ich denn jetzt am besten herfahren soll. Ist das ein Problem? Warum passiert das alles? Ja, warum machst du das? Hat Jericho dich darauf angesetzt? Jericho? Meinst du etwa, ich bin so ein zweitklassiger Krimineller? Ich mach das für den Kick. Du terrorisierst unschuldige Leute. Du solltest es selbst mal ausprobieren. Angst ist Macht. Ich könnte die ganze Stadt stoppen. Mit einem einzigen Anruf. Und jetzt schön vorsichtig fahren. Vorsicht! Ich bin vorsichtig. Na toll, komm, Gas. Gas. Pass auf, wir müssen ganz sanft fahren. Nur ein Kratzer und die Bombe könnte hochgehen. Daddy, diese Zündkapseln sind echt empfindlich. Sag Bescheid, wenn sie, du weißt schon, hochgehen. Das ist nicht lustig, Dad. Oh Gott. Oh, schön sagte. Wir werden nicht sterben, oder? Ich lebe schon lange, bin noch nie gestorben. Werde jetzt nicht damit anfangen. Da unten erfahren können. Gut zuhören, Loretta. In ein paar Sekunden musst du uns beide aus dem Führerhaus rausbringen. Uns beide? Willst du? Die Bombe erledigt ein anderer. Vertrau mir. Okay, das heißt, ich muss jetzt hier um die Kurve rum. Ey, willst du, dass die verdammte Bombe hochgeht? Jetzt brauche ich etwas Flaches, das unter den Truck passt, um mir die Bombe zu schnappen.
Mist, da fällt mir ein, wir müssen unter einem Truck fahren. Mir was? Ja. Verdammt! So knapp! Mist. Ich brauche was Tiefergelegtes, um unter den Truck zu kommen. Nur so kann ich die Bombe entfernen. Hey, weißt du noch, als ich sagte, ich wollte immer schon unter einen Truck fahren? Nein. Das ist okay, ich auch nicht. Okay. Was war das? Hätte böse enden können. Ich warte auf eine Erklärung. Sorry, dafür habe ich keine Zeit. Okay, was haben wir denn jetzt hier? Feines. Eine Schlösschenaufgabe. Sechs Sekunden, 300 Meter in einem Fahrzeug springen. Ach. Claro. Wir brauchen nur. Was dann auch dafür? Warte doch. Boah, Junge. Exzellent. So, komm, ein Abgang noch hier. Komm. Geht doch. Jetzt bringt wieder gut weit ein. Achso, hier kann man dann noch was freischalten. Dann gucken wir uns doch jetzt mal das Blitzchen an. Was denn das Blitzchen sagt? Befolge die Anweisung des Entführers. Der ruft zurück, Toby. Gott sei Dank bist du da, Jack. Keine Ahnung, was ich ohne dich... Ich bin Davids Pate. Ich könnte gar nicht woanders sein, Toby. Er muss wieder anrufen. Mein kleiner Junge. Hm. Oh Gott, das ist er. Fahren Sie in den angegebenen Ort, Toby. Beeilen Sie sich und erregen Sie keinen Verdacht. Lassen Sie mich mit ihm sprechen, bitte. Sie müssen nicht... Vermasseln Sie es nicht. Ich habe hier eine Kiste, da müsste David genau reinpassen. Toby, keine Sorge. Sie haben Ihren Sohn bald wieder. Na klar. So. Das heißt, wir müssen jetzt hier mal abbiegen. Oh Gott. Geschafft! Beeindruckend! Hören Sie mal, Sie! Bastard!